Hallo liebes Publikum und herzlich willkommen zu Welt 3 von Super Mario Bros. 3 mit dem Captain aus der Kanchus Corner. Ja, hallo. Und mit dem Failord. 3! Okay. Ich möchte kurz anmerken, dass die Musik auf der... Auf der? Auf der von dem Level hier. Von der World Map. Ja. Von Welt 3. Klingt, als ob es Zelda wäre. Findest du? Ja. Muss ich mal drauf achten. Habe ich jetzt nicht so drauf geachtet. Ja. Oh Gott! Ich habe gerade drauf geachtet und ich fand das schon beachtlich. Es ist, als wenn wir Zelda spielen würden. Ja, ich bin gerade eigentlich auch gesprungen, aber der Chip war schneller. Ich meine, es gibt ja auch die Fische in Link's Awakening. Ja. Und du hast recht. Du hast recht. Ja. Ich glaube, das ist sogar derselbe Song. Das ist derselbe Song. Oder sowas nahe ist das. Ja, das ist der Credit-Song, glaube ich, oder? Nee. Kann auch sein, ja. Aber es ist auf jeden Fall... Das ist Fairy Fountain. Das ist der Fairy Fountain aus Link to the Past. Nee, Link to the Past gab's da noch nicht. Fairy Fountain generell. Zelda ist ja überall später gleich. Benutzt. Ja. Aber ja. Mit anderen Worten... Zelda. Das sind alles fürchterliche Betrüger. Bei Nintendo! Wie konntet ihr nur? Oh nein, das ihr war doof. Ihr benutzt eure eigenen Assets. Oh nein, das war richtig doof, Oh, ihr benutzt eure eigenen Assets, das dürfen doch nur die Leute, die Fangames machen, die ihr immer so gerne sperrt. Ja, witzig. Oh, ich hab Zahnschmerzen. Warum? Weiß nicht. Oh nein, es geht los. Bald brauchst du die dritten. Oh. So it begins. Naja, da hab ich. Nach den Haaren kommen jetzt die Zähne. Was, meine Haare fallen nicht aus? Das ist gut. Gut, super. Super Borchi! Machst du gut. Kein Haarausfall bekommen. Oh, okay. Genau so ist das. Einfach Widerstand leisten gegen die Natur. Genetischer Haarausfall. Einfach Willensstärke. Ist genauso wie mit meinen Allergien. Ich muss einfach nur denken, nee, ich krieg die Allergie nicht und dann krieg ich sie auch nicht. Siehst du, so einfach ist das. Sie müssen im Lotto gewinnen. Wäre schön, Ben. So, das war das erste von 15 Game Over, ist am zweiten Level. Naja, was soll's. Oh. Wir haben jetzt Zeit. Oh. Jemand hat den Zugang versperrt zu Level 2. Darf ich mal dieses Level machen? Ist doch auch schön. Kann man die einsammeln? Nein. Nee, die sind einfach nur da am Blinken. Ja. Woo! Ein Oktopode. Was hältst du denn so von Wasserleveln? Ich mag Wasserlevel, das hast du mich schon mal gefragt. Hab ich? Ja, bestimmt. Sagst du mir jetzt einfach, du magst alles, damit ich Ich mag generell Wasserlevel, man ist nur halt... Ne? Ja. Na, nicht, dass du jetzt einfach bei allem sagst, das magst du, damit ich nicht weiß, was du an Mario-Spielen im Mario-Spiel magst und nicht machst, wegen einem eventuell einer Sache, die ihr später noch mitkriegen werdet, Leute. Ne, ich mag Mario-Level. Ich mag Wasserlevel. Sie müssen halt nur vernünftig gemacht sein, ne? Ich mag mal Wasserlevel. Mag mal Wasser. Ja, siehst du, Lava-Welten mag ich zum Beispiel nicht so sehr. Ah. Ja. Warum nicht? Sind immer so. Oh, ey, komm. Also, ist es denn das Hazard irgendwie, was immer so nach oben unten geht? So? Ich die Wasserwelten. Was? Oder was magst du an Lava-Welten nicht? Weiß nicht, die sind immer so. Boah. Und dann kommt irgendwas aus dem Lava rausgesprungen und okay, kommt so kannst du bitte diesen wissenschaftlichen Terminus nochmal wiederholen, den du gerade gemacht hast? Die sind immer so was? Die sind so brocker. Naja, das sind diese Geräusche, die machen immer so. Ja, ich verstehe. Und dann kommt irgend so ein Dino aus dem Lava raus und. Blark! Genau. Da ist noch so eine Plattform und dann kommt die Plattform und die macht. Ja, das ist ja nicht ausschließlich im Lava. Naja, aber meistens ist Lava unten runter. Also ich weiß ja, das eine spezifische Ratatatata-Level, was du so toll fandest. Ja, das eine Ratatatata-Level ist natürlich, ich bin mir sicher, das wird zuhauf noch in irgendwelchen Level hier vorkommen. Warum auch nicht? Da unten ist irgendwas Cooles. Ja, aber ich will den hier jetzt einfach nur weglocken. Ja, warum? Der ist ein Freund. Nee, das ist die Röhre nach draußen, die ist mein Freund. Aber warum gehst du nicht da unten? War da bestimmt irgendwas richtig Cooles. Ja, aber da war auch so ein Gegenstrom aus so einer Röhre und ich weiß nicht, ich wäre da eh nicht reingekommen, glaube ich. Achso, du brauchst quasi den Froschanzug, um da durchzukommen. Ja.
Verstehe. Korrekt. Na gut, dann werde ich jetzt mit meinem letzten Leben die zweite Welt hier. Dann wird das alles ganz gut werden, pass auf. Dann gehe ich dran vorbei und dann ist mir das Scheiß egal, weil das Level dann hinter mir liegt. Ja, und dann du machst das jetzt so. Sperre ich mich selbst. Willensstärke. Ach! Warum musst du das denn jinxen? Ja. Sieht aus wie ein Stofftier, wenn er gestorben ist. Der ausgestopft. Wer? Ein ausgestopfter grüner Klempner. Ein Plüsch-Luigi. Ja, wo kann man es denn lernen? Stuff it. Wenn du den kuschelst, bist du dann ein Furry? Furry Bros. Hä, hey, warum sollte Luigi, also im Tanuki-Anzug, als Na, wenn Furry? Wenn er ein Stofftier ist? Ja, aber... Was weiß ich denn? Ich kann mich doch... Ach, immer dieser Fisch. Ja, aber auch der untere Fisch, der ist halt ja hochgesprungen. In dem Moment, als der andere drüber gesprungen ist, das ist so... Nee. Wissenschaftlich ausgedrückt. Drübeln. Ja. Habe ich einen Timer gestellt? Nee. Da war ein Teller war bestellt. Was verstehst du denn immer, wenn ich rede? Nuschel Weiß ich so? Nicht. Nein, eigentlich nicht. Rede ich so schnell? Ach Gott, jetzt habe ich mich umzuarzen. Muss ich mich besser artikulieren? Verzeihung. Oh. Ja, da bist du jetzt untergegangen. Ja, der Punkt ist höher, als ich gedacht habe zum Sterben. Das ist natürlich nicht gut. Nein, definitiv. Wir sollten das beachten, wenn wir ins nächste Fiskaljahr eintreten. Was ist denn genau ein Fiskaljahr? Das weiß ich auch nicht. Warum nicht? Weil ich niemals Wirtschaft... naja, was denn? Oh, hat den Fisch getötet. Ja, ne? Hat den Fisch getötet. Dachte mir Trick 17, ich bring einfach das um, was mich die ganze Zeit zurückhält. Nicht wahr? So werden die Großen groß und die Kleinen klein gehalten. Give a man a fish and he will die for a day. Teach him how to fish and he will die again. Another day. James Bond. Genau. Tod durch Fisch. Fischfinger. Fischfinger. Sehr schön. Für den kriegst du einen Applaus. Der war gut. Fischfinger. So machen wir das jetzt. Mathematik. You want me to talk? No, Mr. Bond, I want you to fry. Ah, schön. Schreibt sich quasi von selbst. Ja, nicht wahr? Nein, 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 nein. Spring raus jetzt. Spring da raus. Man kommt ja nicht mehr Na, ganz raus. Viel. Du musst rapide springen, ja, wirklich. Ja, wie rapide muss ich denn machen? Sehr rapide. So ungefähr. So ungefähr. Oh, ich bin so weit gekommen. Ja, das war sehr gut auch. Ja. Auch, dass du die ganzen Fische gekillt hast. Das hast du sehr gut gemacht, muss ich wirklich sagen. Hut ab, denn du bist in einem geschlossenen Raum. Verdammt! Oh nein. Ich hab mir so eine Mühe gegeben. Als wenn ich mir keine Mühe geben würde, oder was? Ja, du gibst ja auch Mühe, aber bei mir ist es besonders spannend, Spitze, weil ich gebe mir sonst nie Mühe. Ja. Das stimmt. So, jetzt hier, pass auf. Sonst hättest du mich vermutlich in The Way Out doch schlagen können. Hättest du dir einfach Mühe beim Mashen gegeben. Ach, hab doch mein Life. Nein. Das ist doch jetzt das aber viel zu viel gelaufen. Arbeit. Naja, das stimmt allerdings wirklich. Fuck my life, it is fuck now or never. Ach so, ich ain't gonna swim forever. Oh, da hat die Plattform mich vorerschlagen. Und der Fisch hat auch mitgeholfen. Aber hauptsächlich die Plattform. Ist dir einfach ein Stück Holz auf den Kopf geknallt. Oh, jetzt stirbst du. Vote of Confidence ist angekommen. Naja, ich meine, wo soll das denn alles hinführen? Sie sollen brennen in der Hölle. Oh Gott. Oh ja, ja, oder ja. Schieß ihn, oh, der hat eine Pfanne. Nee, weil Fischsticks, Fischfinger. Fischsticks. Fischfinger! Gott, stell mir vor, ein Fisch mit Händen und Füßen. Ja. Abomination vom Feinsten. Und jetzt die Zelda Soras. Am I a joke to you? Oh.
das hast du nicht ganz durchdacht. Nee, ist mir aber auch in dem Moment, als ich es ausgesprochen habe, erst richtig aufgefallen. Nee, ich meine halt, so ein normaler Fisch, wie man ihn kennt. Ein Fisch, kein Sora, ein Fisch. Kein anthropomorphischer, einfach ein Fisch. So egal welcher, frag mich nicht nach welchem. Barsch. Genau das wollte ich auch gerade sagen. Sagen wir jetzt einfach Barsch. Schön, dass wir beide an Barsch denken. Wahrscheinlich, weil das Wort Arsch drin vorkommt. Nein. Sind wir mal ehrlich. Nein. 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 Okay. Nein. Egal. Barsch. Und anstatt Arsch gesagt. Ja. Anstatt die Seitenflossen sind das einfach zwei Hände. Aber auch im Stil des Fisches quasi, also mit Schuppen und sowas allem. Oh, fuck you. Aber schwimmen heute zwischen also so, so, so Froschhände. So. Ja. Nur mit Froschhände. Scales halt. Froschhände mit Scales. Ja. Ja, okay. Du weißt doch, was ich meine. Also Sora-Hände. Zora, nicht Sora, Sora war was anderes. So, so Kingdom Rush. Könnte man das auch sehen, ja. Ja, war nicht. Nee, alles wusstest du nicht mehr. So. Alles ist nicht mehr so, wie es mal war. Nee. Trotzdem relativ egal. Ja, komm, schaffen wir. Mediengestörten Menschen. Oh Gott! Der hat Kinder dabei! Lösch sie alle aus! Der hat Kinder dabei, nehmt ihr fest! So, cool, jetzt. Das ist ja doch gar nicht Reproduktionszeit! Jetzt schaffe ich das Level und danach ist es wieder zu. Wäre sinnvoller, wenn ich einfach sterbe. Entschuldigung. Manchmal geht doof mit dir durch. Was ist jetzt wieder zu? Nee, wir haben doch noch gar kein Level geschafft wieder. Ja, Gott sei Dank. Aber ja, du könntest ja vielleicht deinen Froschanzug benutzen in dem Level, damit du besser klarkommst. Nein, das will ich nicht. Ich fehlt mir das alles auf bis zum Endgegner. Oh. Wenn ich beim Endboss bin, dann kommt der Frosch. Im Schloss gegen Browser. Kannst du endlich mal duschen. Genau. Gegen die Duschbrause. Genau. Genau, das war die Intention. Komm, wir haben in der letzten Folge so viel Fortschritt gemacht. Oder vorletzten Folge, keine Ahnung. Wir haben irgendwann Fortschritt gemacht. Dann haben wir wieder ein paar Rückschritte gemacht. Dann wieder ein bisschen Fortschritt der Rückschritte. Zurück zur Seite ran. Quasi in einem Zeitraffer wären wir auf der Stelle stehen geblieben. Aber wir schaffen das jetzt. Pass auf, ich habe den Plan. Ich schwimme jetzt hier durch. Und die eine springt schon immer. Ah, der schwimmt mal egal, wo man möchte. Weißt du, was gerade das Gruselige war? In dem Moment, wo du gesagt hast, im Zeitraffer wären wir auf der Stelle gestanden, gab es dann mir einen ganz kurzen Lag, wo du wirklich an der Stelle gestanden hast. Wow, das ist unheimlich. Also wirklich in dem Moment. Und die Musik hat angefangen zu leiern in dem Moment. So, als wenn einfach kurz rewinded wurde. So für einen kurzen Moment, eine ganz kleine Stelle, wurde da rausgeschnitten oder so. Da ist ja der Schnittpunkt, wo jemand die Zeit editiert hat, aber das nicht sauber wieder zusammengefügt hat quasi. This is the darkest timeline. Vielleicht sind wir jetzt wieder in der besseren Timeline. Nee, wenn ich rausgucke, also Darkest Timeline kann ich da auch nicht sagen, weil ich sehe dunkle Wolken und alles. Ja. Aber die ganzen Häuser sind hell erleuchtet, als wenn die Sonne drauf scheint. Ich kann das sagen, weil ich habe immer die Rolle so unten. Ach so, natürlich, jemand will die da gerade platzieren, deswegen. Das heißt einfach, die dürfen da platziert werden, verstehe. Ja. Hä? So. Einfach Aufbauspiel, keine Ahnung. Ach so. Sag das doch gleich. Oh, ich freue mich richtig aufs Command & Conquer Remaster, was zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Videos wahrscheinlich schon lange draußen ist. Aber ich freue mich trotzdem drauf. Das gibt's dann auf deinem neuen Kanal, Failord General. Genau, General Failord. Korrekt. Fantastisch. Plack, plack. Also ich hab ja... Abonnieren, kommentieren, gut bewerten. Ich habe ja schon mit Command & Conquer Tiberian Konflikt ja schon die GDI-Kampagne durch. Das habe ich auch soweit hochgeladen, aber denn die Nord-Kampagne mache ich schon mit dem Remaster. Ah ja. Ja, ne? Super crazy. Und da werde ich auch dann einfach mal wirklich, dass ich dann auch am ersten Tag oder die ersten beiden Tage ein paar Videos habe, werde ich ein bisschen auf die Tube drücken, was die ersten Videos davon angeht. Das ist vernünftig. Damit ich echt mal mit einem neuen Spiel am ersten Tag direkt ein paar Videos habe. Ja. Und das war dumm. Das ist aber ein guter Plan. Ja, ne? Weil die Kids sind bestimmt alle ganz heiß da draußen. Also, die Command & Conquer Community ist immer noch sehr stark. Ja. Muss man mal so sagen. Nein! Oh, ich bin so doof!
Jetzt noch nicht so stark auf meinem Kanal vertreten, außer mir, aber... Ja, der ist, ist ja auch noch im Wachstum. Genau. Seit seiner Entstehung vor 12 Tagen. Ja, das erste Video kam Anfang dieser Woche. Auf dem Kanal. Wow! Also, von der Aufnahme her. Natürlich. Ja. Nicht von der Veröffentlichung dieses Videos, weil erstmal müssen wir ja... Muss ja Dead Space fertig werden auf dem Kanal. Und wir brauchen noch ein bisschen. Bam bam. Hui. Ach, Kacke! Ich dachte, der springt mir unter die Füße. Also so, dass ich den einfach direkt kille. Ja, direkt wegstompen. Ah. Stomper, Romper. Romper, Stomper, ja. Ja, Mann. Donga Bonga. Auf geht's jetzt, jetzt kommt hier. Pass auf, Luigi, und der schafft das jetzt hier. An der Zwiebel vorbei. Oh, das war doof. Oh, das war so doof. Och, 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 och. Ich bin nicht für panische Momente geschaffen. Das ist auch eigentlich nicht so wirklich das Spiel für panische Momente, oder? Japanische Momente. Ja, genau, das wurde hier passiert. Das ist mir in dem Moment aufgefallen. So. Ich habe jetzt Japan schon so oft erwähnt. Japanische Momente. Oh. Nächstes Spiel müsste wieder was komplett japanisches Kulturspiel sein oder sowas hier. Katamari. Ach, nicht schon wieder Katamari. Es ist immer derselbe Kram. Und wenn du eins gespielt hast, hast du alle gespielt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass also, sie sich ein neues Sonnensystem ausdenken, oder? Das glaube ich auch nicht, dass da jetzt so viel... Gegen andere... Oh, what is this? It isn't Mars, it is Snickers! Ja, das wär's natürlich. What? Oh! Pass aber auf! Das bringt mir doch nichts, weil der würde dann hier den Block wegmachen und so. Mir scheißegal, da booste ich einfach da durch. Klitscht der einfach geil durch, so ein verrückter Boosted Hornet. Smurf. Ja, mal richtig nice hier in der Großstadt. Yeah. Big City Life. Den D-Fight. Neben der da. Drive-by. Genau. Das ist jetzt aber interessant. Nächstes Level. Und ich habe 0 Leben. Das heißt, wenn ich verkacke, dürfen wir das andere Level noch einmal machen. Nicht, wenn ich einfach durchkomme. Denn hier drin habe ich die Geheimwaffe. Frosch? Frosch. Ich glaube, das ist die Hütte, wo du immer einen Frosch rausbekommst. Das hast du bei dem letzten auch schon gesagt. Nee, hier bin ich mir sicher. Okay. Weil hier auch Wasser überall ist. Das würde zumindest Sinn ergeben, dass sie die Leute nicht quälen. Genau deswegen. Hätte ich mal benutzt. Ja. Oh, der Oh, Uchipuffer! Oh, Uchipuffer! Uchipuffer! Wie magst du solche Mechaniken? Welche Mechaniken? Uchipuffer? Dass so einer dich verfolgt und dich auffressen will. Magst du sowas? Geht so. Eher weniger. Okay, verstehe. Denke, vielleicht sollte man... ich weiß nicht, das ist immer so... So viel Panik. Was denke ich jetzt? Jetzt gibt es ja plötzlich Wolken mit Augen. Normale Wolken? Zwiebeln? Tatsache. Und sie sehen ein bisschen aus wie diese... Normale Wolken? Nee, wenn Klammern, du so eine, weiße Kreise? Wenn du so eine Wurst nimmst, so einen Wurst-Oktopus draus machst. Nur ganz klein. Der war doch gerade noch rechts! Ja, dann hat er sich aber umentschieden. Seine politische Karriere mehr in den Linksspektrum. Stark! Nun dürfen wir also... Jetzt darf ich das Level hier nochmal schaffen. Ja, genau. Ja, genau. So ein Scherzkeks. Weil das auch so einfach ist für mich. Ja, komm schon. Auch schon wieder, hat mich schon wieder reingelegt. Ich muss einfach hier stehen bleiben. Ja. Und dann werde ich groß und stark, weil ich immer mein Gift getrunken habe. Och, jetzt habe ich ja schon wieder diesen dervischen Sprung gemacht. Ja, töte mich, komm, ist mir doch scheißegal. Eigentlich ist es nicht egal, aber wenn ich jetzt sterbe für irgendwann... Ja, richtig, dann muss das erste Level auch nochmal wieder gemacht werden. Das heißt, du musst jetzt mindestens einmal durchlaufen. Es ist Welt 2 all over again. Ja. Nur haben sie die Wüste mit Wasser gefüllt. Shit. Jemand hat in den Sandkasten gepinkelt. So. Nicht, dass ich das jemals gemacht hätte, ne? Nee, das finde ich komisch. Ich finde die so lustig. Ich kann nicht so hoch springen.
So. Aber hier möchte ich mich wirklich mal gerade mal ein bisschen drauf konzentrieren, deswegen war ich auch gerade so ruhig, sonst hätte ich wahrscheinlich immer noch irgendwelche Dennis Sandkastenabenteuer gesprochen. Genau. Wo ich die Sandkuchen von anderen Leuten gegessen habe und so. Oh, war das geil. Oh, hast du das gesehen? Ohne getroffen zu werden diesmal. Ja, richtig, richtig nice. Ich hätte so gelacht, wenn der mich jetzt getroffen hätte. Das wäre, Es wäre rageig gewesen, aber es wäre lustig gewesen. Ich kann es mir vorstellen. Ich kann es mir vorstellen. So, letztes Rage Leben. Faktor, das ist unfassbar. Das ist nur ein schmaler Grat zwischen Rage und lustig. Ach, es ist das Fischlevel. Sagt mir das doch jemand. Es ist Fischlevel. Oh, danke. Ich war mir nicht mehr sicher. Oh, der kann mir... Race against the Mushroom. Marshmallow. Boy. Hat der den weggefressen? Ein böses Tier. Mann, spring doch, Luigi. Den hat er weggefressen. Weißt du, fucking Chloe-Gi. Jetzt hab ich's gesagt. Chloe-Gi, oh Gott. Distract. Boom, boom, boom. Yeah. Seine Mutter war ein Pfandautomat. Hier, guck mal, Frosch. Und da war gerade der Timer. Was bedeutet, bei diesem Level mache ich dann beim nächsten Mal weiter. Richtig crazy. Und das erste Mal, dass ich das heute dann spiele. Und nee, ich habe schon einmal gegen den... Nee, das Pocky-Puffer-Level hatte ich noch nicht. Du hast das Puffer-Fasch-Puff... Dankeschön fürs Zusehen, das war's mit Super Mario Bros. 3 für heute. Ein schönes bis dann. Super Mario Boss.